Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, seit 1. Oktober gilt der Mindestlohn von 12 Euro. 6,2 Millionen Menschen haben davon profitiert. Und auch die letzten 8 Jahre ist der Mindestlohn eine Erfolgsgeschichte. Und Millionen Menschen profitieren vom Mindestlohn. Übrigens auch die, die in unteren Tarifverträgen sind. Es hat noch einmal einen Schub nach oben gegeben. Darauf können wir stolz sein. Wir stellen aber auch fest, dass es sehr viele Menschen gibt, die diesen Mindestlohn vorenthalten bekommen, die geprellt werden um den Mindestlohn. Und dabei hätten sie ihn so verdient, weil die eine wichtige Arbeit für uns machen. Und deswegen freue ich mich auch über die Anträge, über die Beratung. Denn die Kontrollen des Mindestlohnes, die können besser werden, die können ausgebaut werden. Wir haben zwar die Finanzkontrolle Schwarzarbeit deutlich verbessert, gesteigert, quantitativ, ein großer Stellenaufwuchs. Und die Kolleginnen und Kollegen dort, die machen auch einen tollen Job. Vielen Dank dafür. Und wir haben sie auch mit mehr Kompetenzen ausgestattet im Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz. Das heißt, wir haben vieles verbessert. Übrigens unter einem Finanzminister Olaf Scholz. Damals sind wir sehr stolz drauf. Ja. Aber, und da müssen wir uns ehrlich machen, es nützt nichts, wenn wir nur Sollzahlen sehen. Wir wollen die Istzahlen sehen. Viele Stellen sind nicht besetzt. Zwischen 10% und 40% der Stellen sind nicht besetzt bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Das liegt nicht nur am Fachkräftemangel, denn andere Bereiche des Zolls haben diese Probleme nicht. Die konnten ihr Personal auch finden. Es wird nicht mehr ohne externe Einstellungen gehen. Aber nicht nur, was der Aufwuchs betrifft, sondern auch die Strategiedefizite, die wir feststellen. Das muss man offen ansprechen. Wir brauchen Lagebilder. Kontrollen dürfen nicht angekündigt werden. Verdachtsunabhängige Kontrollen müssen durchgeführt werden. So können wir die schwarzen Schafe herausfischen. Und es gibt auch immer noch Doppelstrukturen im Zoll und in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und gestern haben wir auf einer Podiumsdiskussion ja auch gehört, Axel Knörig war dabei. Und ich glaube, das war eine gute, auch wissenschaftlich basierte Diskussion mit dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, dass auch die Ausbildung noch mal verbessert werden muss. Aber was soll der Zoll, was soll die Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrollieren, wenn wir ihnen auch nicht die Werkzeuge an die Hand geben? Die Werkzeuge nämlich, dass eine Arbeitszeit digital und fälschungssicher dokumentiert werden muss. Deswegen helfen uns die 2 Gerichtsurteile vom EuGH, dass damals auch nur welchem Verbandsklagerecht der Gewerkschaften zustande kam, Gott sei Dank, und auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Wir werden hierzu handeln, wir werden hierzu einen Gesetzentwurf vorlegen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ja, nicht alle sind stark und laut genug zu sagen, dieser Mindestlohn steht mir zu. Das fällt bei 12 Euro auch leichter, weil es eine gerade Zahl ist, wie bei 9,82 Euro vielleicht. Also werbe ich auch dafür, gerade Summen hinzubekommen und die Menschen auch durch Werbekampagnen, durch Aufklärungskampagnen alle hinzuweisen. Die faire Mobilität macht da einen klasse Job, dass alle, die zu uns kommen, wissen, das steht mir zu. Und das kann ich mich darauf verlassen. Und noch besser ist, wenn die einen Betriebsrat haben, die Beschäftigten, wenn es Tarifverträge gibt, denn das ist Goldstandard. Der Mindestlohn ist nur Mindeststandard. Vielen Dank. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Wilfried Oellers.